Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 25. März 2019. Heute ist Portaltag. Diese Portaltagen gehen zum Maya-Kalender zurück. Die alten Mayas, und das war eine Hochkultur, haben die Natur beobachtet, sie haben die wiederkehrenden Zyklen beobachtet, auch die kosmischen Einflüsse, und sie haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Leider wurde ein Teil durch die Inquisition zerstört, aber ein Teil ist erhalten geblieben. Es sind nicht nur die Mayas, sondern andere Kulturen, Naturvölker haben auch ein Kalendersystem, was im Einklang ist mit der Natur. In unserem Kalendersystem, die gregorianischen Kalender, können wir das nicht behaupten. Aber zurück zum Maya-Kalender. Sie beschreiben die Qualität des einzelnen Tagen, die Schwingungen. Dann sind wir im Einklang mit der Natur, im Einklang in wiederkehrenden Zyklen, im Einklang zum kosmischen Einflüssen. Und so können wir das vorteilhaft nützen in unserem Leben. Die Mayas bestimmen 20 Wellen oder Frequenzen oder Schwingungen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Und das entspricht so ähnlich, kann man das vorstellen, wie in unserem Kalender die 7-Tage-Wochen. Aber bei Mayas dauert das 13 Tage lang, und die Zahl 13 und auch die Zahl 20 sind die heiligen Zahlen, die Mayas. Heute beginnt eine neue Welle. Wir befinden uns in der 9. Welle in diesem Kalendersystem, und das beginnt heute und dauert bis 6. April 2019. Hier dominiert die Feuerelement und bestimmt die Richtung Chikchan, und Chikchan ist die Schlangenenergie, die Schlangenkraft aus dem Feuer heraus. Diese Schlangenenergie ist nichts anderes als die Kundalini-Energie. Aber die Schlange als Symbol befindet sich auch in unserem Körper, das ist die Doppelhelix, oder steht auch in Verbindung zum Askulapstab. Und dazu erzähle ich eine Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie, aber die eine schließt den anderen nicht aus, weil genau das haben die Mayas auch gemeint. Asklepios ist der Sohn von Sonnengott Apollo. Asklepios hat von Chiron, von diesem göttlichen Heiler, vieles, vieles gelernt, die Heilung. Asklepios wurde den himmlischen Arzt. Asklepios ist nichts anderes im Sternenhimmel als der Stammbild Schlangenträger.
Und diesem Sternbild Schlangenträger befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Dieses Sternbild Schlangenträger ist eigentlich auf die Ekliptik. Und die Ekliptik ist nichts anderes als die 12 Tierkreiszeichen. Wenn wir nachdenken, könnten wir sagen, das wäre die 13. Tierkreiszeichen. Wir könnten auch die Frage stellen, warum gehört denn Schlangenträger nicht zu dem Tierkreiszeichen? Ich kann das nicht beantworten. Fakt ist, dass diesem Sternbild Schlangenträger befindet sich auch im Ekliptik zwischen Skorpion und Schütze. Schlangenträger ist also Asklepios, der himmlischen Arzt. Und er musste ein Kind retten. Dieses Kind war der Sohn von einem König und ist ein Honigtopf gefallen. Asklepios musste das Kind heilen. Es gaben zwei Schlangen. Es sind auch Sternbilder im Himmel. Und die Schlangenträger hat das in Hand, die Schlange. Also es gab zwei Schlangen und die eine Schlange trägt die Gift in sich und der anderen Schlange die Heilkräuter in sich. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen, nämlich wie heilt er das Kind? Nimmt die Gift, dann ist das Kind gestorben. Oder nimmt den Heilkräuter, dann ist das Kind gesund. Also er musste eine wichtige Entscheidung treffen. Zum Glück hat er den richtigen Entscheidung getroffen und hat mit Heilkräuter das Kind, das Leben gerettet. Natürlich bedeutet erstmal die Kundalini-Energie, diese schlangenförmige Energie, die beiden Richtungen. Die eine Richtung zieht die Energie nach unten, weil das ist wie Gift in unserem Leben und das sind die negativen Gefühle. Und dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Neid, Eifersucht und die allertiefste negativen Gefühl ist die Hass. Und Hass ist zerstörerisch und kommt nicht von Gott. Das ist die eine Richtung. Natürlich sind wir in einer Grauzone und oft sind wir in Gefühlen drin, was wir alle kennen, wie Wut, Schuldgefühl, Zweifel oder Angst, diesen Gefühlen begleiten uns in unserem Leben. Und wir können nicht so tun, wenn das nicht wäre, weil das kennen wir alle. Nur zum Verstehen, in dem Moment, wenn wir das zulassen wie Angst, sind wir schon in ein anderen System, ein anderen Energiesystem, sind wir sofort in negativen Gefühlen. Und wir sollen von diesen Gefühlen verabschieden, so dass wir sofort umdenken, weil das geht schneller und effektiver und einfacher. Und das ist die eine Gefühlszustand, die eine Richtung von diesem Schlangenenergie oder Kundalini-Energie, was uns blockiert, weil Angst blockiert. Wenn wir davon befreien können,
dann transformieren wir unseren Gefühlen. Das sind alchemistische Prozesse. Dann steigt die Energie nach oben. Und wir erleben dadurch Wunder. Dann kommt Begeisterung, Dankbarkeit, Hingabe und Liebe. Und das strahlen wir aus. Und genau das ziehen wir an in unserem Leben. Aufräumen auf diesen Gefühlen. Und das, was die Schlange, diese Schlangenenergie symbolisiert, das ist diese Kundalini-Energie. Und genau das zeigt auch Chikchan, die rote Schlange. Und das ist die Feuer. Die Feuer kann Wut bedeuten und verbrennen etwas und fühlen wir uns ausgebrannt und verletzt. Oder die Feuer kann auch die Herzenswärme sein, kann auch die Liebe sein, die Leidenschaft, die Sexualität, auch gehört auch zum Chikchan und die Begeisterung. Also wir transformieren diesen Gefühlen und die Feuer als Element wirkt auch reinigend. Das ist die heiligen Feuer. Und das, was auch Chikchan vermittelt, aber Asklepios dasselbe Geschichte erzählt. Diese Energie achten auf diese zwei Schlangen. Außerdem diese Geschichte von Asklepios zeigt auch die Einflüsse von außen. Die eine Schlange, wo das Gift in sich hat, sie sind Wörter, was nicht die Wahrheit entspricht, mit anderen Worten Lügen. Und die anderen Schlange, wo die Heilkräuter in sich trägt, das sind Worten, was die Wahrheit entspricht. Also das, was auch entgegenkommt in unserem Leben und wir treffen die Entscheidung, so wie Asklepios hat auch wichtige Entscheidung getroffen. Glauben wir an die Lügen oder sind wir bei der Wahrheit? Und eine Lüge kommt immer grundsätzlich honigsüß. Honigsüß. Das klebt schon. Und genau das ist diese Geschichte auch. Wenn wir an den Lügen glauben, was honigsüß kommt, dann fallen wir auf diesem Honigtopf, so wie dieses Kind. Und das heißt, dann sind wir so naiv wie ein Kind, weil uns darf alles erzählt werden, wir glauben an Märchen. Also darauf achten, nicht auf diesem Honigtopf fallen, sondern dieses Unterscheidungsvermögen haben, unserem eigenen Verstand einschalten, aber auch unserem gesundes Bauchgefühl, weil manchmal ist es sogar das bessere Ratgeber, auf unsere Intuition hören und lasst alle erzählen, was die wollen, aber die Entscheidung trifft ihr. Glaubt daran oder seid ihr misstrauisch? Das heißt nicht, dass jeder gegenüber misstrauisch sein soll, aber das schützt uns, wenn ein gewisses Misstrauen immer da ist. Und das erzählt die Geschichte von Asklepios, weil wenn wir an die Lügen glauben, fallen wir in diesen Honigduft, waren wir wie ein Kind und haben alles geglaubt. Und was passiert dann? Dann brauchen wir Heilung, weil dann haben wir die verletzten Gefühle. Chikchan. Chikchan beherrscht den heutigen Tag und zeigt diese Tagesqualität. Und weil das der erste Tag ist in dieser neunten Welle, beherrscht die gesamte Welle. Das heißt, die Chikchan-Energie wirkt nicht nur für heute. Heute ist sehr stark ausgeprägt, sondern Chikchan beherrscht
diese 13 Tage. Mit anderen Worten, 13 Tage lang wirkt die Chikchan-Energie. Und das ist die Schlangenkraft aus der Feuer, was durchdringt alles und hilft uns, etwas in Form zu bringen, etwas gestalten. Es ist eine Flamme und entweckt unsere Lebenskraft, unsere Lebensenergie, die aufsteigenden Kundalini-Energie, was uns zum Licht und Liebe führt. Das kommt aus dem Tiefe, weil das berührt unsere Seele. Es geht auch um diese seelische Verbindung oder den Zugang zu unserer Seele. Und hier die Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl auch anschauen, das Verbrennen loslassen und dann steigt die Energie nach oben. Und in diesem Zyklus, in dieser Bewegung haben wir gerade und diese schlangenförmige Bewegung zeigt in unserem Leben, wie wir selbst heute und etwas geht nicht verloren, das ist nicht die richtige Wort, sondern wir werden etwas hinter uns lassen und nimmt etwas eine neue Gestalt an, weil wir befinden uns in diesem Erneuerungsprozess. Es ist eine Seelenreinigung und zeigt auch die Herzensfeuer, auch die Heilung und wie ich schon sagte, Chikchan steht auch für Leidenschaft und Sexualität. Die Zahl ist die Zahl 1, das ist der erste Tag, die 9. Welle, also wirkt die Zahl 1 und das bedeutet Neubeginn oder die Quelle, die Ursprung, die Anfangsenergie. Mit dieser Energie können wir gerade etwas schöpferisch gestalten, ohne Angst, mit Begeisterung, mit diesem Feuer der Begeisterung und mit Herzenswärme, mit Herz und Seele dabei zu sein. Und entsteht ein Neuanfang wie ein neuer Mythos. Ich würde dieses Bild eher so zeigen. Das sind immer diese wiederkehrenden Zyklen oder wiederkehrenden Phasen in unserem Leben. Und das ist eine schwingenden Energieform. Etwas Altes geht zu Ende, entsteht etwas Neues, dann kehrt wieder etwas zurück und dann entsteht was Neues. Es ist wie eine Kunst, wie ein Tanz, eine tanzende Bewegung nach diesem Rhythmus des Lebens. Aber das ist wirklich eine Kunst, das ist Eleganz, ohne Druck, sondern eine leichte, schwingende Bewegung. Die beiden Halbedelsteine stehen mit Chikchan in Verbindung. Die rote Jaspis steht mit Feuerelement und mit Mars-Energie in Verbindung. Das steht zum Tierkreiszeichen Widder, Feuerelement und Mars-Energie. Und das gibt die Kraft und Mut, etwas Neues starten, etwas Neues beginnen, was uns begeistert. Und dann Karneol, die rote Karneol, steht mit Sonne und Feuer in Verbindung. Das ist die Löwe-Energie, Widder und Löwe. Und die Löwe-Energie natürlich sonnenhaft. Sonne herrscht über die Tierkreiszeichen Löwe, zeigt die Augen zum Öffnen, auf unserem Herz zum Achten, unserem Selbst zum Leben, aber auch die Vaterthemen oder die Verbindung zum Vater kann auch zurzeit ein wichtiges Thema sein. Die Mond
Energie, was unseren Gefühlen beeinflusst, steht gerade in blaue Affe. Und Zuen heißt dieser blaue Affe. Und das ist so affenhaft, was witzig ist, humorvoll. Und genau das vermittelt diese blaue Affe. Spontanität, Humor, Fantasie, Spaß zum Haben im Leben steht auch zum Kinder, aber auch zum inneren Kind. Und das war die heutige Portaltag-Botschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Gesundheit und habe ich die Frage gestellt, was sagt mir diese Krankheit aus? Und genau das möchte ich euch erklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass jede Krankheit eine psychische Ursache hat und jede Krankheit flüstert uns etwas. Wir sollen etwas verändern, verbessern unserem Leben. Und genau diese Sprache, was unserem Körper zeigt, sollen wir auch verstehen. Diese Aufnahme, diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Aber wenn ihr wirklich Interesse daran habt, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video über Gesundheit. Was will diese Krankheit mir sagen? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Anschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.